Fünf Glückssymbole, die das Potenzial haben, dein Leben zu verändern. Zeichen einer guten Wende. Lange bevor die Wissenschaft ihren Siegeszug in unser modernes Denken einhielt, fanden die Menschen Mittel und Wege, sich zu motivieren und felsenfest an eine gute Zukunft für sich und ihre Lieben zu glauben. Was Religion und Aberglauben bewirken konnten, war weit mehr, als wir uns das mit unseren aufgeklärten Köpfen heute noch vorstellen können. Dennoch freuen wir uns jeden Frühling, wenn wir den Kuckuck rufen hören, einen Marienkäfer entdecken oder gar ein vierblättriges Kleeblatt. Die Hoffnung auf Glück durchzieht unser Denken also immer noch. Wir möchten dir in unserem heutigen Podcast fünf sehr alte Glückssymbole vorstellen, an die die Menschheit ihre Wünsche und Sehnsüchte schon vor Jahrtausenden geknüpft hat. Nummer 1. Der Skarabäus. Ihn verehrten bereits die alten Ägypter, da er in ihrer sehr detaillierten und bildhaften Glaubensvorstellung den Sieg der Sonne über die Dunkelheit, also jenen von Gut über Böse, symbolisierte. Der Käfer, der streng genommen mit unserem wenig illustren Mistkäfer gleichzusetzen ist, stand in den Diensten des berühmten und mächtigen Sonnengottes Ra. Die Verrichtung seines Tagewerkes unter der Erde brachte die ägyptischen Glückskäfer mit ihrer Vorstellung von der Unterwelt unmittelbar in Verbindung. Das sich beständige nach oben ins Licht arbeiten ließ die Skarabäen schon bald zum Sinnbild für das Leben, die Regeneration, die Auferstehung und die Wiedergeburt werden. Die Käfer waren somit eine Art Bindeglied zwischen der sichtbaren Welt der Lebenden und der unsichtbaren Welt der Toten. In beiden für ägyptische Glaubensvorstellungen gleich wichtigen Welten konnten die Skarabäen sich nützlich machen und ihrem Gott zu Diensten sein. Als beliebtes Deko-Element zierten sie Alltagsgegenstände und Grabbeigaben. Sie wurden aus Gold und Edelsteinen geformt, aber auch in einfacheren Varianten wie aus Speckstein geschnitzt kennt man sie aus den Gräbern der Pharaonen und ihrer Untertanen. Wer sich also für die Geschichte dieser frühen Hochkultur am Nil, die ägyptische Mythologie oder eine Glücksbotschaft begeistern kann, die seit über 7000 Jahren die Welt erfreut, verschenkt einen Skarabäus als Glücksbringer. Nummer 2. Die rote Fledermaus. In ein anderes, ebenfalls sehr weit entferntes Gebiet dieser Erde entführt uns das nächste Glückssymbol. Die rote Fledermaus steht im asiatischen Raum stellvertretend für den Beistand der Götter und Glück in allen Lebenslagen. Zwei gemeinsam dargestellte Tiere sollen für doppeltes Glück, etwa im Hinblick auf Ehe oder Partnerschaft, sorgen. Auch in Fünfergruppen trifft man die charmanten roten Blutsauger auf bildlichen Darstellungen immer wieder an. Dann repräsentieren sie die fünf Elemente Holz, Erde, Feuer, Metall und Wasser oder die fünf Glücksfälle des Lebens, Ehre, Glück, Überfluss, Fruchtbarkeit und ein langes Leben. Dabei hat die Fledermaus auch in Asien lange Zeit gegen ein schlechtes Image kämpfen müssen. Erst im 17. Jahrhundert begann man, sie als Glücksmotiv zu verwenden und Vasen und andere Gegenstände mit ihrem Konterfei zu verzieren. Der Farbe Rot kommt dabei ganz besondere Bedeutung zu. Wenn die Fledermaus diese Farbe trägt, bedeutet das, dass großes Glück ins Haus steht. Das chinesische Wort für Rot, Hong, ist nämlich dasselbe wie jenes für gewaltig oder groß. Nummer 3. Die Lotusblume. Auch sie kennen wir vorwiegend aus Asien. Heilig war und ist diese märchenhaft schöne Pflanze in den Glaubensvorstellungen des Hinduismus, des Buddhismus, des Tao in Indien und sowie im alten Ägypten. Als Symbol steht sie für Perfektion und das Entfalten des menschlichen Potenzials. Die Lehren Buddhas nutzten die Entwicklung der Lotuspflanze zur Veranschaulichung für die Prozesse der Erleuchtung und Erkenntnis, die jeder Mensch erfolgreich absolvieren kann. Ihre Wurzeln sind nicht sichtbar, sie verschwinden im schlammigen Boden. Dennoch bringen sie eine Blüte von solcher Reinheit und Perfektion hervor. Dies soll uns Menschen stets verdeutlichen, dass mit Willenskraft und einem Ziel vor Augen alles im Leben gelingen kann. Als Glücksbringer ist die Lotusblume als Tattoo sehr beliebt,
aber auch als Schmuckstück und Deko-Element. Ihren Status als heilige Blume verdankt sie der Tatsache, dass sie häufig als Attribut den verschiedenen Gottheiten in Tempeln in die Hände gelegt wird. Nummer 4. Das Rad. Seine Darstellung kennen Kulturen auf der ganzen Welt und das schon sehr, sehr lange. Ob es immer als Sonnenrad oder Symbol des Lebens zu verstehen ist, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Es steht jedoch mit Sicherheit für die Ewigkeit, das keinen Anfang und kein Ende erkennen lässt. Ist es von Strahlen umgeben, spricht man von einem Sonnenrad. Es repräsentiert den Kreislauf allen Lebens, die Wiedergeburt und die Unvergänglichkeit der menschlichen Seele. Es kann auch für den Verlauf der Zeit stehen und somit für unsere Lebenszeit. Ein Wagenrad bedeutet Kraft, Dynamik, Souveränität und Autorität. Im Laufe der Jahrhunderte knüpfen viele Vorstellungen von Glück und Unglück sich an die Form des Rades. Das Steuerrad eines Schiffes zählt hier ebenso dazu wie die das Windrad oder die Zahnräder einer Uhr. Wer Glücksbringer verschenken möchte, die besonders im Hinblick auf bevorstehende Veränderungen und Abenteuer Beistand leisten soll, ist mit dem dynamischen Rad sicher gut beraten. Nummer 5. Die Eichel. Auch sie kennt und verehrt die Menschheit schon lange. Bei den Kelten und ihren Schamanen, den Druiden, galt die Eichel als heilig und die mächtigen Eichen wurden ganz besonders verehrt. Die Menschen faszinierte damals wahrscheinlich am meisten die Tatsache, welch gigantische Bäume eine so kleine Frucht hervorbringen konnte. Doch auch ihre Form gab immer wieder Anlass zu Spekulationen. Noch heute finden wir sie im modernen Schmuckdesign, etwa als Anhänger von Glücks- oder Bettelarmbändern oder Amuletten. Sie hatte bei naturnahen Religionen und den wohlmeinenden Hexen eine besondere Bedeutung als Heilpflanze, da sie für Fruchtbarkeit und ein langes, gesundes Leben garantieren sollte. Als Glücksbringer wurde sie den Männern in die Taschen gesteckt, wenn diese in den Krieg zogen oder auf Raubzug gingen. Sogar die Traumdeutung muss den Früchten der Eiche Tribut zollen. Dort stehen grüne Eicheln, die noch an Zweigen hängen, für eine große Ehre oder großes Ansehen, das jemandem zuteil wird. Auch ein großer Gewinn oder eine andere positive Überraschung kann dieses Traumbild ankündigen. Doch Vorsicht! Pflückt die oder der träumende Eicheln vom Baum, wird er seine Interessen nicht schützen können. Dieser Frevel steht für Indiskretion und Überheblichkeit. Sucht man im Traum hingegen vergeblich nach einer Eiche, die Früchte trägt, befindet man sich derzeit in einer schwierigen Lebenslage. Der Brauch, jemandem ein paar Eicheln mit auf den Weg zu geben, scheint also tatsächlich eine sehr gut durchdachte Idee gewesen zu sein. Unser heutiges Fazit: gute Omen für ein positives Lebensgefühl. Das Verteilen von Glücksbringern zu besonderen Anlässen ist vermutlich so alt wie die Menschheit selbst. Wir lieben die Vorstellung, dass wir das Glück mit einem Gegenstand beschwören, einfangen und weiterreichen können. Wir möchten von so etwas Abstraktem wie dem Glück am liebsten raue Mengen auf Vorrat anhäufen. Und wenn uns das schon nicht gelingt, dann möchten wir es wenigstens immer bei uns tragen. Vom ägyptischen Skarabäus zum Marienkäfer war es geschichtlich betrachtet ein langer Weg, aber symbolisch eben nur ein äußerst kurzer. Das Rad und das Kreuz können ebenfalls ihre geometrische Verwandtschaft nicht leugnen, selbst wenn die Religionen, die hinter ihnen stehen, nicht viel miteinander gemein haben. Die Macht der Symbole besteht darin, dass wir sie ihnen zuerkennen. Was für uns Glück bedeutet, kann schließlich niemand außer uns selbst definieren. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.